Und noch kurz einen Buff hinterher. Furchtbar, ja, auf jeden Fall. Und rein da. Zwei Wachen. Das scheinen nur die normalen Wachen zu sein, die wir auch im Eingang hatten. Also nicht wirklich eine Gefahr. Schauen wir hoch und plündern später. Wir wollen nicht, dass die Buffs erstmal auslaufen. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf drehen, bis er tot ist. Bitte tötet mich nicht. Ich sag euch ja schon, wo die Minen sind. Sind wir nicht in den Minen? Ja, das will ich tun, wenn ihr mir nur mein Leben lasst. Der Eingang befindet sich in der östlichen Mauer. Tut mir nichts, bitte. Na gut. Aber irgendwie dachte ich, das Gebäude wäre der Eingang zur Mine. Na gut. Immerhin braucht auch Platz. Ah, sie auch. Die Sachen sind verkaufen können alle zu Minsk. Was hast du da für Schuhe? 7 Meilenstiefel. Diese verzauberten Stiefel waren früher das Eigentum eines schrecklichen Mörders. Bewegt mit solcher Schnelligkeit. Okay, damit soll man wohl schneller laufen können. Das geben wir doch mal Gerogon. Testen wir gleich mal aus. Ja, wenn ihr im Weg steht. Aber er scheint doppelt so schnell zu sein. Das ist doch ordentlich. So, jetzt macht mal Platz. Im Moment muss zu Ende plündern. Aber hier ist nur Kleinkram drin. Was auch zu erwarten ist. Ich meine, das sind ja nur die Kisten von den stinknormalen Soldaten, ne? So. Aber so ein, zwei Heiltränke könnten da ruhig noch bei sein. Ja, immer nur ein bisschen Gold und eine Waffe. Na gut, geht's da raus? Ne, also wieder runter. Da war auch noch eine Kiste. Die da. Da ist noch eine. Was für ein Trank war das? Magischer Schild. Davon hatten wir schon. Nee. Es gibt so viele verschiedene Tränke, das ist echt. Ja. Ja, nur Gold. Na gut, das war wohl nur eine Baracke. In der östlichen Mauer soll ein Eingang sein. Ja, dem Weg folgend, ja. Super Tipp. Ohne dich hätten wir auf keinen Fall die Minen gefunden. Ach ja. Naja, vielleicht überlegt er sich jetzt zweimal noch wieder eine Diebesbande sich anzuschließen. Okay, man kann den Weg hier kaum noch sehen. Und noch eine einzelne Wache. Und die Mädels, kommt mal nach. Und drauf da. Okay. Der wird auch wieder nur seinen Plattenpanzer haben, oder? Ja, nicht Maschinenpanzer. Und wo ist jetzt der Eingang? Da ist der Eingang. Den Furchtbannen haben wir immer noch drauf. Ja, da geht's runter. Schön, schön. Immerhin, du kannst schon mal zu der Kiste da. Oder auch nicht, weil alle im Weg stehen. Ich habe nicht gesagt, runtergehen, du. Außerdem bist du nicht Immerhin. Du bist Immerhin. So. Noch mehr Gold. Oh, nix. Na gut, und jetzt geschlossen zusammen runtergehen. Ein Fahrstuhl, wie praktisch. So, enge Gänge, Zwergenmine. Du schaust mal nach Fallen. Ich hasse die Mine der flammenden Faust. Du hast die Mine der flammenden Faust, dann kannst du kein Guter sein, hm? Ihr seid die Schweinehunde, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Mine nicht mehr arbeitet. Ihr seid in den falschen Ort gekommen, Freunde. Ich bin ein ganz fieser Hurensohn und werde euch kurz und klein dreschen. Du alleine mit einem Schwert und Lederrüstung. Nee. Nee, du. Ich glaub nicht.
Na komm, lass sie da raus. Du gehst nach vorne. Und hat er irgendwas dabei? Nö, eine stinknormale Lederrüstung. Das scheint aber eine Sackgasse zu sein, also hier lang. Aber der hat das ganz schön persönlich genommen. So als Wache, ich meine, da wäre es mir nicht ganz so wichtig, wer jetzt in mein Gebiet kommt oder nicht. Aber wird schließlich dafür bezahlt und nicht. Oh, Sklav. Wächter, Wächter. Andarson spricht schlecht von Devoron. Wartet, ihr seid keine Wächter. Ah, Wächter, Wächter. Okay, also Devoron scheint hier zu sein. Obwohl, wenn er nur für ihn spricht, heißt es ja nicht, dass er hier ist. Und wer ist Andarson? Wahrscheinlich einer von den Sklaven. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Du scheinst ein bisschen netterer zu sein. Ja, Andarson. Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Hacke gegen diese Felsen schlage. Möchtet ihr sie hören? Ja, okay. Erstens, weil ich mir vorstelle, diese Felsen sei der Schädel meines Wächters. Zweitens, weil der schwache Funke, der meine Mühe entspringt, das einzige Licht ist, das ich jemals wieder sehen werde. Okay, das ist deprimierend. Wenn ihr neue Sklaven seid, nicht im Plattenpanzer, nee. Wie ich es einst war, lernt ihr diese einfachen Wahrheiten schnell genug. Ja, nee. Also wirklich Interesse zu haben, zu fliehen, scheinen die ja nicht. Weil sonst hätten die ja was gesagt, aber na gut. Räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. Vielleicht sind die ein bisschen zutraulicher, wenn wir ihre Wache umgebracht haben. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Wie Dichter zum Beispiel. Wer seid ihr denn nun? Wollt ihr Eisen oder so verkaufen? Oder sowas kaufen? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben. Wir wollen kein Eisen kaufen, wollen ja auch eigentlich keinen Rat geben. Aber gut, meine Frau beschwert sich in letzter Zeit vor allem über unser Nachtleben. Ja, darüber wollen wir schon garantiert nicht reden. Sehen Sie, bei all dem Stress und Ärger in letzter Zeit fehlt es meinem Maibaum etwas an Standfestigkeit, wenn Sie wissen, was ich meine. Nun, ihr solltet noch etwas frische Luft schnappen. Vielleicht liegt das an den Dämpfen hier in der Mine. Ja, sind es ja schon mal draußen. Ist okay. Hey, wartet einen Moment. Jetzt erkenne ich euch. Ihr seid die Kerle, die die ganzen Ärger neulich verursacht haben. Ergebt euch auf der Stelle. Okay, jetzt wird dein Maibaum nie widerstehen. Und schon wieder so eine einzelne Wache in einer Lederrüstung und einem Schwert, die uns angreift. Wir sind hier alle verrückt. Was ist das da? Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Wenn ihr mich freilasst, ihr edlen Herren, erfahrt ihr von mir, wie man es anstellt, dass die ganze Mine den feisten Sklaventreibern um die Ohren fliegt. Okay, wir lassen euch frei. Nur erzählt uns, was ihr wisst. Also, dann hört mir mal gut zu. Ihr könnt diese Dämlacke ganz einfach reinlegen. Hier neben mir ist ein Stöpsel aus Stahl, der den Fluss auf der Oberfläche verschließt. Wenn ihr den Stöpsel löst, steht binnen kurzem die ganze Mine unter Wasser. Der Herr der Minen hat als einziger einen Schlüssel zum Öffnen des Stöpsels und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wenn ihr mir den Schlüssel bringen würdet, könnte ich damit die Mine überfluten. Alles klar, wenn wir diesen Herrn der Mine und seinen Schlüssel finden, bringen wir ihn dir. Dann kannst du mal sehen, was du damit anstellen kannst. Gut. Wenn ihr noch nicht in den unteren Ebenen wart, versucht einen Mann namens Rill zu finden. Er ist ein guter Freund von mir und ihm wird wohl ein Plan einfallen, wie wir alle Sklaven in Sicherheit bringen können. Bis später dann und lasst euch nicht umbringen. Ja, hatten wir nicht unbedingt vor. So, hier geht's aber auch nicht weiter. Das heißt, da, da und da geht's weiter. So, aber bisher waren die Söldner am Eingang noch am schwierigsten. Die Wachen hier drin sind ja ein Lacher. Aber der Herr der Mine wird wohl noch gefährlich werden. Müssen wir mal schauen. So, noch mehr Sklaven. Kurz mal abspeichern. Rettet mich, edler Herr. Bitte. Noch eine Wache. Diesmal in einem Kettenpanzer. Ja, wir holen euch ja bald. Oh, noch eine Wache. Geh mal auf Kurzschwert und du zauber mal. Obwohl, nee, die Zauber sollten wir uns aufbewahren.
Denn hier unten werden wir wahrscheinlich nicht rasten können. Das würde nicht viel Sinn machen, wenn man hier rasten könnte. So, mach mal Platz für Minsk. Ich sagte, mach mal Platz für Minsk. So, du kannst wieder auf Bogen umschalten. Okay, und nächster Ball. So, da hoch. Aus diesem Höllenloch raus. Ja, machen wir ja. Oh, noch eine Sackgasse. Okay. Rettet mich, edler Herr. Die jede Menge Verzweigungen hier. Und gehen wir einfach jede nach und nach ab. Aus diesem Höllenloch raus. Da geht's auch nicht weiter. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Kiste, die man nicht aufmachen kann. Und holt mich aus diesem Höllenloch raus. Lass uns durch. Noch eine Sackgasse? Ja, noch eine Sackgasse. Ach ja. Das ist die Frage, ob wir mit dem Fahrstuhl jetzt noch weiter runterfahren können oder ob der nur hochgeht. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Na, so oder so sollten wir alle Wachen hier umbringen, damit sie uns später nicht in den Rücken fallen können. Und damit sie die Sklaven hier auch in Ruhe lassen. So, Sackgasse. Feinste Sache. So, und wer hängt da jetzt wieder fest? Wieder Minsk. Genau, dringlich mal den Sklaven da vorbei. Und drauf da. Und Jehire kann so lange immer einen kleinen Heilzauber geben. Hier ist nichts. Na gut. Sackgasse und Sackgasse. Ich bin versucht, einfach nur kurz mit Gerugon vorzurasen. Und falls da eine Wache ist, einfach schnell wieder zurück. Ja, ich glaube, das mache ich. So, Gerugon. Ah, Sackgasse. Oder geht's da runter? Nee. Holt mich aus diesem alle mal dahin. Gerugon vorne weg. So, dann schauen wir mal da lang. Und bringen ein paar Wachen mit. Seufz, seufz. Das sieht aber... Geht's da runter? Ja, da geht's runter. Okay. Also haben wir schon mal den Weg in die zweite Unteretage gefunden. Gucken wir mal hier nach einer Wache. Helft mir! Bitte! Ja. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Boah, das Gejammer nervt ein bisschen. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. So, du bist wieder eine billige Wache. Ihr da, was sucht ihr in diesem Bereich? Ergebt euch auf der Stelle. Wir geben auf? Nein. Das glauben wir nicht. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Hier stellt er sich einfach in den Weg. Ich glaube, das ist ein Bug. Na gut, komm her. Wo ist der Rest? Da. Oh, okay, haben wir nicht mehr gebraucht. Ja, nee. Noch kurz hier zu Ende erforschen und dann können wir runter. Ja, Sackgasse. Okay, also alle Mann. Da runter. Oh, da geht's auch noch lang. Ah, na gut. Flitzt da mal kurz hin, der Rest kann ja schon mal runterlaufen. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Eine Wache. Und Sackgasse. So, du kommst mal mit. Ja, ja, versuch mich ruhig zu treffen. Komm hier lang. Und Gruppe, komm mal zurück. So, kommt die Wache überhaupt noch? Die Sklaven gehen im Weg. Genau, flieht mal alle vor der Wache. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und alle greifen die Wache an. Und nichts dabei. Schön. Egal, wir wollen eh runter. So, also die Etage haben wir schon mal frei gemacht. Hier oben ist der Stöpsel, das müssen wir uns merken. Und da ist der Fahrstuhl nach draußen.
Gucken wir mal, was die nächste Etage zu bieten hat. Ob das auch so eine wirkliche Mine ist oder ob da vielleicht der Herr der Mine ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo in so einem Stollen haust. Der wird sich schon irgendwo eingerichtet haben. So, runter.